Im heutigen Roblox Adopt Me Video ertrade ich mir das seltenste Pet im Spiel. Ihr habt richtig gehört, das seltenste Pet. Nicht das wertvollste, aber das seltenste Pet im Spiel. Seid gespannt, was ich alles geben muss, dass ich dieses Pet bekomme. Und vergesst auf keinen Fall, den dicken, fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Verlosungen und Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Leute, heute gibt es den zweiten Teil von meinem Rich Server Trade. Ich habe den ersten Teil vor 2 Tagen gepostet. Falls ihr ihn verpasst habt, verlinke ich es euch jetzt einfach mal im i. Checkt unbedingt zuallererst den ersten Teil aus und dann guckt hier weiter. Also wenn ihr Lust habt, natürlich nur. Ich trade mir heute das seltenste Pet im Spiel. Das ist kein Clickbait, Leute. Und ich wünsche euch mega krass viel Spaß beim Zuschauen. Es war ein absoluter Struggle und ich war, glaube ich, insgesamt 2,5 Stunden auf diesem Server. Ich habe euch natürlich die besten oder zumindest die vertonten Sachen rausgeschnitten. Ich hoffe, euch gefällt's. Falls ja, lasst ein Like und einen Kommentar da. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, sehr gerne auch ein Abo. Ich danke euch vielmals und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Der nächste Trade Request ist von XGuin1. Wir packen natürlich wieder unseren Frost Dragon in die Box. Und er oder sie bietet ein Evil Unicorn, einen Neon Drachen und eine Queen Bee. Leute, ich hätte gesagt, das ist es absolut nicht wert, denn ein Frost Dragon... Ich meine, Evil Unis sind mega, mega cool. Ein Frost Dragon ist aber definitiv mehr wert. Hätte sie irgendwie coolere Ads reingepackt, dann hätte ich es angenommen. Aber, nee, danke. Es tut mir leid. Oh mein Gott, Leute, ich habe jemanden gefunden, der einen Bad Dragon hat, Leute. Oh mein Gott, einen Bad Dragon. Das wäre so krass, wenn wir den bekommen können. Denn so ein Bad Dragon, oh mein Gott, Leute, ich habe noch keinen Bad Dragon. Wir bieten noch ein Christmas Egg. Und lasst uns mal noch ein Farm Egg bieten. Oh Gott, Leute, ist es schon... Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es schon genug ist für einen Bad Dragon. Ein Bad Dragon ist ein bisschen weniger wert wie eine Giraffe und eine Giraffe ist ein bisschen weniger wert wie ein Shadow Dragon. Von daher, hätte ich gesagt, wenn ich noch ein bisschen was adde, könnten wir den vielleicht bekommen? Ich meine, ich habe keine Ahnung, was Kakao Kid sucht. Ich hätte gesagt, wir probieren es jetzt einfach nochmal mit dem Metal Ochsen und kleineren Ads und... okay. Nein! Aber ich hätte gesagt, das war ein richtig gutes Offer, oder? Der nächste Trade ist von Philoton L. Und wir packen natürlich wieder unseren Frost rein. Und oho, ein Ride Crow ist definitiv richtig cool, weil die meisten sind Fly Ride. Aber die Ads sind mir persönlich einfach zu schlecht. Ich hätte zwar gerne die Crow gehabt, aber es tut mir leid. Eine Ewigkeit später. So, Leute, es ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Minuten vergangen, vielleicht 20 Minuten oder so, aber hier sind so unfassbar viele Giraffen. Hier ist auch eine Mega-Giraffe, aber ich habe gefühlt nichts für eine Mega-Giraffe, Leute. Und ich hätte so gerne eine Giraffe und wir probieren es einfach mal. Wir fangen jetzt einfach mal bei der Sophia an und gucken, ob sie mein Angebot annimmt. Oh mein Gott, ja, sie hat es angenommen. Okay, Leute, Frost Dragon. Und jetzt als nächstes Jungle Egg, Farm Egg und, oh Gott, und Ads. Nein! Sie hat mich nicht mal das Jungle Egg adden lassen. Das ist doch nicht ihr Ernst. Ich konnte nicht mal mein Jungle Egg adden. Leute, das ist... Der Next Trade ist mit Alexa_03030000 und sie bietet einen Neon Albino Monkey. Die sind richtig, richtig cool. Aber Leute, ich suche gerade keinen Albino Monkey, deswegen tut's mir leid. Leute, wir haben eine Mega-Giraffe und wir versuchen jetzt für diese Mega-Giraffe offern. Und ich habe keine Ahnung, ob das irgendetwas wird, aber ich probiere es einfach. Nein! Das nächste Offer ist von Lulu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5. Okay.
Und oha, sie bietet eine Neon-Turtle, einen Mega-Dog, einen Neon-Sloth, eine Neon-Robin. Oh mein Gott, ein Neon-Bandicoot. Und ich nehme mal an, jetzt kommen weitere Ads. Oha, Leute, das ist ehrlich gesagt ein richtig cooles Angebot. Meiner Meinung nach das beste Angebot, das wir bis jetzt hatten. Denn, Leute, die Neon Flyride Turtle wird immer mehr wert. Und wir haben 3 weitere Neon Pets und einen Mega Dog. Ich finde das Angebot richtig gut. Jetzt hat sie noch einen Ghost Bunny reingepackt. Mein Problem ist, ich bin jetzt mega eingeschossen auf eine Giraffe. Und ohne meinen Frost Dragon, glaube ich, habe ich keine Chance, heute eine Giraffe zu bekommen. Von daher tut es mir so unfassbar leid für dieses Offer, denn ehrlich gesagt ist es ein richtig gutes Offer und wenn ich dieses Offer nochmal bekommen würde, dann glaube ich, würde ich das definitiv annehmen, denn 4 Neon Pets plus ein Mega Dog und einen Ghost Bunny plus das Hovercar für einen Frost Dragon ist richtig gut, Leute. Leute, ich habe gerade eben für eine Giraffe geoffert. Oreo Wacky hat geschrieben, sie möchte gerne eine Owl. Ich biete Boba, einen Frost Dragon und 3 Eier. Ich glaube, es ist noch nicht genug. Sie hat aber nichts geschrieben. Okay, sie hat geschrieben, ich brauche noch irgendein weiteres Pet. Oh mein Gott. Ein Cerberus? Ein Cerberus? Oh mein Gott, bekomme ich meine erste Giraffe, Leute. Ein Rare. Was möchte sie? Can you please add some pets? Okay, wir brauchen mehr Pets. Wir adden noch einen Dodo. Oh mein Gott, Leute, wir adden noch einen Drachen und einen Metal-Ochsen. Oh mein Gott, Leute, ich zittere am ganzen Körper. Bekommen wir diese Giraffe? Ich hätte gesagt, ich bin over. Ich bin definitiv over, aber es ist so unfassbar schwer, eine Giraffe zu bekommen, Leute. Ich habe schon so oft versucht, eine Giraffe zu bekommen und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt klappt. Ich glaube nicht, dass sie weiß, wie viel ein Jungle Egg wert ist, Leute. Alleine das Jungle Egg, Boba und der Frost Dragon ist eigentlich eine Giraffe wert, weil die Jungle Eggs im Moment immer mehr krass wert werden. Aber, ich glaube, sie macht's nicht, Leute. Das ist so ein krasses Offer von mir. Das ist so ein krasses Offer. Ich glaube nicht, dass sie jemals so ein krasses Offer mehr bekommt. Aber, ich glaube, sie möchte nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich drücke jetzt einfach mal Accept. Ich glaube nicht. Oh mein Gott! Ich bekomme eine Giraffe. Was? Oh mein Gott, Leute. Das ist nicht mein Ernst. Okay. Okay, 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 okay. Oha, Leute, ist es das wert? Ehrlich gesagt, glaube ich, das ist es definitiv nicht wert. Aber wir machen's. Leute, wir probieren's. Bekommen wir die allererste Giraffe? Schaffen wir's? Ich bin mir nicht sicher. Ja! Oh mein Gott. Ich war so unfassbar over, Leute. Aber egal. Wir haben unsere erste Giraffe ertradet. Als ob, Leute. Sie heißt Dots und ich kann es nicht fassen, Leute. Wir haben eine Giraffe ertradet. Nice. Oh, und da ist eine Zuschauerin. Hi. Servus. Lass dir mal was schenken. Ich habe ihr gerade geschrieben, ist umsonst, denn ich habe meine Follows nicht an und wenn ich eine Zuschauerin sehe, dann freue ich mich immer und schenke einfach ganz oft einfach etwas an euch. Leute, ich kann es überhaupt nicht fassen, dass ich eine Giraffe bekommen habe. Es ist so cool. Ich war so unfassbar over. Wahrscheinlich hätte ich dafür 2 Giraffen bekommen, aber es ist so schwer, eine Giraffe zu bekommen. Ihr könnt euch das absolut nicht vorstellen. Ich mache mal ganz kurz meine Trade Requests aus, denn es ist jetzt rum. Ich habe nicht nur meinen Frost vertradet, sondern auch eine meiner Owls und ein Jungle Egg. Oh mein Gott, Leute, I don't know. Es war zu krass und sie möchte hier offern, aber Leute, es ist meine allererste Giraffe. Ich overpay immer für das erste Pet, das ich noch nicht habe und ich kann es nicht fassen. Wir haben eine Giraffe bekommen im Rich Server. Meiner Meinung nach, falls ihr schon eine Giraffe habt, war es der Trade definitiv nicht wert. Aber ich hatte noch keine Giraffe. Es ist meine erste. Und deswegen bin ich jetzt einfach mega, mega glücklich. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!